Mein Name ist Norm Rio Reiser und ich präsentiere ein Angelabenteuer zum Rio San Juan in Nicaragua, der zweitgrößte Fluss Mittelamerikas. Nachdem ich in San José, der Hauptstadt von Costa Rica, angekommen war, nahm ich den Bus für weitere 5 Stunden Richtung Norden nach Los Chiles an die Border zwischen Costa Rica und Nicaragua. Angekommen in Los Chiles im Norden Costa Ricas, ging es dann mit dem Boot weiter. Finally made it. No, through immigration. No, here we go. One of those boats. Von hier aus überquerte ich die Grenze von Costa Rica nach Nicaragua per Boot. Eine 2-stündige Bootfahrt führte mich nach San Carlos in Nicaragua. Sind wir auf dem Fluss Rio Frio, da wie der Fluss Rio San Juan mit See Nicaragua der größte See Mittelamerikas verbunden ist. Nach der 2-stündigen Bootsfahrt erreichte ich endlich San Carlos in Nicaragua. San Carlos ist mit 38.000 Einwohnern die größte Stadt am Fluss Rio San Juan und wurde 1526 erbaut. Die Stadt ist sauber und die Menschen sind sehr freundlich. Was will man mehr? That little guy likes me. What do you say? Nachdem ich San Carlos 2 Stunden erkundete, ging es 50 Kilometer flussabwärts nach Bocas del Sabalo, ein kleines Dorf am Rio San Juan, wo ich endlich mein Angelzeug auspacken konnte. So, 7 hours fishing today, nothing, no luck at all. The only thing I caught is probably a sunburn. So I guess I have to figure something else out. I'll go tomorrow somewhere else. I decided to go for a little walk along the river to check out some new fishing spots. Well, I just got around 1 kilometer up the river and then I ran into some private property which I wasn't allowed to pass. So well, not enough that I have to watch where I step here because it was raining the last 5 hours. Also have to watch out for snakes, spiders, scorpions, and even the odd crocodile. I hope I don't bump in any of those guys. Well, the only good thing is they're just caimans. They grow maybe up to 2-3 meters. No salties. They're a little bit more aggressive, those guys.
See. Und dann mein erster ordentlicher Fisch. Ein Machaca, mit menschenähnlichen Zähnen und ein Gebiss stark genug, um Leguan die Hand abzubeißen, wie man in dem folgenden Foto erkennen kann. Diese Hand eines Leguans fand ich im Magen eines Machacas. Hey, so, heute a fish for bait fish over here. Really easy. Just have a piece of fishing line, a little weight on it, and a tiny little, really small hook. With bait, use a little bit of bread, just like tiny little piece. Put it on top of the hook. And then, there we go! Come on! So, now we got a little bait fish. Nach mehreren Tagen Angeln entschloss ich mich, einen Tag frei zu nehmen, um die Umgebung zu erkunden und eine Kakao- und Zuckerrohrfarm weiter flussaufwärts zu besuchen. Schlafkraut, sehr gut für jegliche Magenprobleme. Und wenn man es berührt, schläft es ein. Hier sieht man die altmodische Methode, wie man den Zucker aus dem Zuckerrohr bekommt. Wenn man überlegt, dass diese Farmhelfer zwischen 8 und 10 Stunden jeden Tag arbeiten, sie jedoch nur zwischen 2 und 4 Euro pro Tag verdienen, ist dies eine wirkliche Leistung. Mein größter Respekt. Juicy, sweet. Go. Diese Region ist außerdem das Zuhause zu den goldenen Affen, den Kapuzineraffen und dem Brüllaffen. Dieser Fisch heißt Diabolo, der Teufel. Sein Ruf kommt davon, dass er die Eier anderer Fische im Fluss verspeist. Außerdem besitzt der Teufelsfisch keine Schuppen, sondern raue Platten, die sich wie Sandpapier anfühlen. Wie man hier sieht, sein Maul ist perfekt gebildet, um die Eier der anderen Fische vom Flussboden aufzusaugen. In der Woche angeln. Ohne Glück, den Tarpunfisch zu fangen, entschloss ich mich, ein kleines Dorf weiter flussabwärts zu besuchen, um mehr Informationen über diesen riesigen Fisch zu erhalten. Dieses kleine Dorf am Rio San Juan besitzt kein Strom und kein fließend Wasser. Like the business war. This is the little town. We could go walk. Make union with the two town with the town, but the town split in two, we could say. Yeah. By this small little river. Okay. This little river named Farinha. Farinha. That's the name of this river. And this, what is going through this pipe here? This is the water. When we go more up there, we will see a hill, a high hill.
Okay. And then this hill have water. This. But they have like a spring, natural spring. So they assemble a tube into this hill, and then the water come flow to the town. Goes all the way down. Eh? Yeah, it's the cheapest way of getting water to a town. Perfect. That's good. So the water is it drinking water? Drinking water. Yeah. Da diese Menschen sehr arm sind und keinen Strom haben, müssen die Frauen ihre Wäsche im Fluss waschen. Weil dieses Dorf sehr abgelegen und nur bei Boot erreichbar ist, gibt es hier kaum Arbeit. Darum werden Nahrungsmittel wie Essen und Trinken getauscht. Hat jemand viel eines Nahrungsmittels, sagen wir Reis, wird dieses getauscht gegen Gemüse oder Früchte. Now we will see a baseball game. Biggest sport in Nicaragua. Baseball ist der meistgespielteste Sport in Nicaragua. Und weil hier nicht viel zu tun ist, spielen und trainieren Erwachsene und Kinder täglich. Einem Besuch in dem kleinen Dorf erfuhr ich, dass 30 Kilometer flussabwärts Einheimische ab und an auf dem riesigen Karpfenfisch angeln. Also begab ich mich auf dem Weg weiter flussabwärts. Nach einer einstündigen Bootsfahrt erreichte ich dann das Dorf El Castillo, welches 1672 erbaut wurde, um Granada vor Piraten zu schützen. Nachdem ich in El Castillo angekommen war, war es an der Zeit, eine Unterkunft zu finden, welche ich auch schnell fand. Es war zwar nicht die schönste, jedoch für 3 Euro am Tag, was will man aber. Just go upstairs first. In a minute. So, we found the accommodation here today. Low budget, but nice. Have a look at the shower. There's some water. The shower there. Bathroom. That's all good. What the? Is it? Is it? Oh. This place is about as unsafe as you can get. Look at that hole. Oh, yeah. That's safe. Well, we hope for the best. Wenn ich eine Unterkunft fand und mein Gepäck losgeworden bin, war es in der Zeit zum Mittagessen. So, yeah, people cook here on no gas, all wood heat. And things get nice fried up. There's a kind of a stew going on, looks delicious. Yummy, yummy, yummy. Now you've been there like always, some salad, nice beef steak with onions, and some plátano fries. Mmm, yeah. So that's the toilet here. Most people over here don't have running water. So if you want to flush the toilet, what you have to do is take the bucket. Oh.
your water. And flush the toilet like that. And probably everything which what's going in there probably ends up in the river. Nach dem Mittagessen habe ich mich mit den einheimischen Anglern getroffen, welche mir vorgeschlagen haben, Nachtangeln zu gehen, da dies eine bessere Zeit ist, einen Tarpunfisch zu fangen. Jedoch war beim Nachtangeln ein kleines Problem. Nach 5 Uhr abends ist kein Boot erlaubt, auf dem Fluss zu fahren. Wegen der hohen Rate illegaler Einwanderer und Drogenschmuggler, die ihre Waren von Costa Rica über die Grenze nach Nicaragua bringen wollen. Doch nach einem kurzen Besuch bei der einheimischen Polizei konnte ich meine Erlaubnis bekommen. Jedoch wollte der Polizist auf die Angeltour mitkommen, um sicherzustellen, dass wir keine Drogenhändler sind. Really important. Strike has to be perfect. Nachdem ich meine Angel vorbereitete, musste ich jetzt nur noch auf den Sonnenuntergang warten. Nach mehreren kleinen Bissen, nach 3 Stunden Schleppen, hatte ich endlich einen riesigen. That is so strong, eh? Unbelievable. Aquí está. Yo quiero que te mando huevo porque te cuadra todo mierda, te cuadra el culo de abre, todo feo. Ah. He's playing with you. He's taking you for a walk. Huh? Okay, Rio, how are you doing there? Great. How big is he? The fish of a lifetime here. Oh, I don't know. At least 150 pounds, I would guess. Maybe more. Let's see what's... Maybe 2. He didn't jump yet, huh? No, he just came up for a second. He's right here now. Right next to the boat. He's taken up a little bit. Too much. Let him scream. Go again. Here he goes again. He's getting tired, eh? Huh? Still, it's gonna be a long fight still. Well, 20 minutes to go, probably. Already fighting fish for like already an hour. I know. More than 1 hour already. 1 hour. Yeah, 1 hour. You know that, SEC. Esto va para algo. Millo está fuerte, Millo está fuerte. Mira, mira, mira. No quiero más, tengo un sueño. Pruébalo, tío, hombre. Otra para ahí, un trozado de mierda.
Nach fast 2 Stunden Kampf mit diesem Riesen beginne endlich an aufzugeben und ich landete einen Tarpunfisch von 1,80 Meter und 200 Pfund. Nachdem ich den Fisch landete, begann die etwas traurige Geschichte. Einer meiner Drillinge ging durch sein Auge und mit nur einem Auge übrig, meine Angelführer erzählten mir, dass seine Chancen zu überleben sehr gering wären. Und deswegen meine Angelführer und vielen mehr den Fisch zu den Einheimischen im Dorf zu geben. Und ich stimmte zu. Ich war sehr glücklich, dass ich einen solch riesigen Fisch fangen konnte, jedoch sehr traurig darüber, dass ich ihn nicht wieder freilassen konnte. Ich denke, dies ist der Preis, den wir manchmal bezahlen müssen. Jedoch am nächsten Morgen, als mein Angelführer zu mir kam und mir berichtete, dass ich über 100 Menschen mit Fisch versorgte, fühlte ich mich nicht mehr so schlecht, da ich wusste, dass dieser Fisch nicht für umsonst gestorben war. Der Tarpunfisch ist ein wunderschöner silbernfarbener Fisch und der größte Verwandte der Heringsfamilie. Er kann eine Größe von 3 Metern erreichen und ein Gewicht über 150 Kilo. Ich konnte es nicht sehen, da ich nachfangen war, aber nachdem der Tarpunfisch gehakt ist, springt er wie ein Verrückter aus dem Wasser, wie man hier im Video sehen kann. Momentan plant China den Bau eines riesigen Kanals durch diese wunderschöne Region und es steht in den Sternen, ob die Tiere, Fische oder Einheimischen immer noch hier in 10 Jahren leben werden. So, das ist das Ende meines Angelabenteuers am Fluss Rio San Juan in Nicaragua. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet einige Informationen und Eindrücke über diese wunderschöne Region mitnehmen. Danke.